Und willkommen zurück, Piraten. Da sind wir wieder bei Sid Meier Pirates. Ja, ich hoffe, das Geschwindigkeitsproblem hat sich erledigt. Wir haben in der letzten Episode unser Piratenabenteuer angefangen. Oh, die Franzosen schießen auch schon auf uns. Die fanden es wohl nicht so gut, dass wir ihre Schiffe angegriffen haben. Wir segeln jetzt nach Antigua, einerseits, um unser Schiff zu reparieren. Ein bisschen Gold haben wir jetzt ja auch. Wir können auch mit dem Gouverneur reden. Wir haben ja schon ein bisschen die Franzosen geärgert. Vielleicht gibt das schon was. Genau, wir sind immer noch im Krieg mit Spanien und den Franzosen. Und ich hörte gerade von der kürzlichen Begebenheit, eure Kaperung eines französischen Kanonenbootes, eure Kaperung einer französischen Pinasse. Hervorragend. Der König wird zufrieden sein, ihr werdet bald zum Captain befördert. Tja, das war's dann wohl noch nicht. Wir gehen natürlich wie üblich in die Schenke. Holen uns noch mehr Mann. 103 haben wir jetzt schon. 6 wollen noch dazukommen. Die nehmen wir auch mit. Der würde uns für 1000 Dukaten was über unsere Familie erzählen. Das Problem ist nur, da haben wir, glaube ich, gar nicht das Geld für. Oh, bei der Bardame ist ein englischer Soldat. Und das Schankmädchen wird von dem zudringlichen Hauptmann der Wache belästigt. Schwör ab, du dreckiger Käsehoch, oder ich lass dich meine Klinge schmecken, sagt er drohend. Die antwortet, dass wir ihm natürlich Manieren beibringen und die Dame beschützen. Und wir dürfen wieder unsere Waffe wählen. Wählen natürlich wieder das Rapier. Ich versuche auch jetzt mal diesmal vielleicht ein bisschen auf den Kampf einzugehen. Also wir können angreifen. Seht ihr auch unten rechts, da seht ihr auch genau welche Tasten. Wir können natürlich so einen gegnerischen Angriff auch parieren. Und ja, irgendwie läuft es jetzt auch viel schneller. Hat sich gelohnt umzustellen, was ich gemacht habe. Und ja, manchmal ist Angriff die beste Verteidigung. Ich weiß jetzt gar nicht, was uns das bringt, dass wir ihr geholfen haben. Ihr seid aber verwegen. Eure Schnellschwert wird euch in dieser Gegend von Nutzen sein. Anscheinend wollen sich mehr Männer eurer Besatzung anschließen. Dann sehen wir dann, ach, nochmal 10 Mann dazu. Dann hat sich's doch auf jeden Fall gelohnt. Wir reden auch noch mit dem Gastwirt. Ja, der erzählt auch gerade nichts Spannendes. Dann gehen wir jetzt hier mal raus und gehen erstmal zum Händler. Wir haben ja so ein paar Sachen, genau. Also Essen ist immer so die Frage, sollte man das verkaufen? So ein bisschen können wir verkaufen, weil es bringt ein bisschen Gold. Ja, wir werden sicherlich später auch noch andere Sachen finden. Genau, jetzt können wir hier aufrüsten, reparieren oder verkaufen. Wir sollten die Schiffe reparieren. Ich guck gerade. 50, 25. Ich glaube, die La Rochelle, die verkaufen wir, glaube ich. Die reparieren wir. Und, Kupferpanzerung. Damit wenden wir schneller. Ja, vielleicht hätten wir auch mal das. Ich bin gerade überlegen. Vielleicht machen wir doch noch sonst das Kanonenboot zu unserem. Zu unserem ersten Schiff. Ich will mal eben kurz gucken. Steht das Kanonenboot hier drin? Kanonenboot. 16 Geschütze, 100 Mann, maximale Besatzung. Genau, da gibt es ja auch viel Text. Das gucken wir uns vielleicht mal später an. Momentan. Ah, ich will. Ja, das haben wir auch wieder gerade hier, diese grafischen Problemchen. Ich will euch aber erstmal hier natürlich wieder mal Kämpfe bieten. Genau, die französische Schaluppe. 8 Geschütze, 39 Mann Besatzung. Ja, ich glaube, wir machen vielleicht echt erstmal sonst das Kanonenboot zu unserem ersten Boot. Bis wir. Ich habe einen Bootstyp, das kenne ich noch von früher, vom ersten Teil. Das ist mein Lieblingsboottyp. Mit dem konnte ich jeden Kampf gewinnen. Das Problem ist aber halt natürlich, das Boot muss auch gut ausgerüstet sein. Also sowas wie Kettengeschosse oder sowas sind, finde ich, für so ein Boot dann auch schon mehr oder weniger Pflicht. So, ne, und dran geht's. Genau, und wählen wir das Rapier wieder. Genau, manchmal, das ist hier auch neu bei dem 2004er Teil. Ups. Ja, das ist neu. Manchmal hier vorne sieht man, da liegen halt dann hier so Gegenstände. Und da schubsen wir ihn runter. Ja, und der Vorteil, wenn er natürlich vor allem für uns ist, dann verlieren wir keine Leute und vor allem der Gegner. Und ja. Ja, die Animationen wiederholen sich natürlich nach recht kurzer Zeit.
Werde ich vielleicht später dann auch teilweise überspringen. Oh ja, das passiert auch. Ein französisches Besatzungsmitglied ist ein fähiger Segelmacher, der auf See die Segel flicken kann. Er lässt sich rasch überreden, sich unserer Besatzung anzuschließen. Das finden wir doch gut. Dann sehen wir 672 Gold. Wir nehmen alles mit. Das Schiff nehmen wir auch mit. Später werden wir sicherlich auch mal ein, zwei Mal Schiffe versenken. So, genau. Und wenn mehrere Schiffe in der Nähe sind, wir könnten natürlich auch ein englisches Schmugglerschiff angreifen. Wir versuchen allerdings natürlich keine Engländer anzugreifen. Dann greifen wir natürlich hier diese französische Bark an. Na, das war leicht daneben gesetzt. Und ich habe immer noch nicht umgestellt. Das Schiff fällt mir gerade ein. Ja. Die Bark, die sie sieht, wohl nicht ein, sich so zu mir zu drehen, dass sie auf mich schießen kann. Das finde ich gut. Aber wir sehen auch, die normalen Geschosse machen natürlich dann die Segel auch kaputt auf Dauer. Ah, jetzt dreht sie bei. Tja, also weiter kann ich... Ah, jetzt haben sie aufgegeben. Weiter kann ich nicht ran. Ja, wenn der Gegner aufgegeben hat, muss man aber immer noch meistens ein Stück ranfahren oder zumindest nochmal raufschießen. Das Raufschießen kann manchmal schon ganz schön gefährlich sein, weil man es dann auch ganz leicht kaputt macht. 14 Leute wollen sich uns anschließen, das finden wir gut. 190 Gold, wir nehmen natürlich alles mit. Und... ja... ich würde sagen, wir fahren nochmal eben hier zum. Hier zurück nach Antigua und reden nochmal mit dem Gouverneur. Vielleicht reicht es jetzt, ja, vier Franzosen versenkt zu haben. Oder, ja, vier Franzosen bekämpft zu haben. Mein lieber Herr Bacon LaRouche, trete doch bitte ein. Wir sind immer noch im Krieg mit Spanien und den schwierigen Franzosen. Er hat wieder von unseren Taten gehört. Und, als Anerkennung für eure Leistung und Dienste der englischen Krone ernenne ich euch hiermit feierlich zum Kapitän. Herzlichen Glückwunsch. Daher wird das Annehmen von Besatzung in englischen Häfen leichter sein. Und 50 Landmorgen am Rande der Stadt. Und wir sehen seine Frau, Tochter, die wohl gefallen uns hat und uns einlädt, am Abendball teilzunehmen. Ich nehme die Einladung mal an, um euch das zu zeigen. Das ist einer der Teile, die ich nicht so gut kann. Die es auch damals noch nicht in den beiden Vorgängern gab. Das Tanzminispiel. Genau, man muss jetzt hier halt im richtigen Moment die Taste drücken. Wenn man das zu früh, zu spät macht, dann sieht es halt immer blöd aus. Ups. Ja, und halt je besser wir es machen, desto höher schlägt das Herz der Dame für uns. Dann bringt sie uns vielleicht Informationen zu unserer Familie, zu anderen Sachen. Oder wir könnten sie ehelichen. Ups. Ja, da muss ich mich auch mal eben kurz konzentrieren, weil sonst wird das ja gar nichts. Ah, ihr Herz schlägt schon ganz schön stark für uns, würde ich sagen. Wenn wir es jetzt nicht verkacken, haben wir hier vielleicht in naher Zukunft eine gute Informationsquelle zumindest. Wir müssen sie ja nicht heiraten. So, dann gucken wir doch mal. Tja, ich glaube, es hat dir gefallen. Dann hat man auch mal wieder grafische Probleme gesehen. Ach, Kapitän Bacon LaRouche, ihr seid solch ein charmanter Schurke. Ich habe Informationen, die euch interessieren könnten. Ja, manchmal in der Mac-Version sind die Texte auf Englisch. 1000 Gold, Belohnung für einen bestimmten Herrn Chatterley, der bei der Krone gesucht wird. Sie hat Grund für die Arme, dass er sich in der Stadt Curaçao versteckt hält. Der Besitzer der dortigen Schenke wird euch sicherlich aushelfen. Ja.
Kursau, weiß ich noch, ist ein bisschen weiter weg. 6 Männer wollen sich uns anschließen. Den nehmen wir mit. Wir gucken mal eben kurz. Ah, ein geheimnisvoller Fremder bietet euch für 300 Gold, Dukaten, was auch immer, ein weiteres Stück einer geheimen Schatzkarte für den vergrabenen Schatz des Piraten State Bonnet an. Das kaufen wir doch, das Stück. Da sehen wir, ja, es fehlen uns noch 2. Der steht meistens immer Umgebung von. Und dann könnte man, oder wenn man wüsste, wo das hier ist, könnte man da wahrscheinlich auch schon suchen. Ah, da werden wir auch weiterkommen. Das Schankmädchen wirft uns einen freundlichen Besuch zu. Ah, sie hat erfahren, dass ich Kapitän bin. Ja. Der beste Ort für den Kauf Luxusartikel ist eine kleine wohlhabende Stadt wie Sand Eustatius. Da bekommt er 37 Dukaten pro Luxusartikel. Momentan geht es mir erstmal darum, erstmal hier ein bisschen, möglichst einiges wieder noch zu verkaufen, um einfach ein bisschen mehr Gold zu haben. Ich kaufe dir einfach nochmal. So. Dann gehen wir noch eben zum Schiffsbauer reparieren. So, wir haben 114 Tonnen Laderaum. Ich glaube, wir verkaufen die. Ach, die Barks verkaufen wir nicht. Wir verkaufen die Le Ponant. Und die reparieren wir, die Bark, weil die hat 70 Tonnen Laderaum. Das ist schon mal, denke ich mal, gar nicht mal so schlecht. Eine Sache muss ich mal eben kurz machen. Flottenstatus. Ich mache mal eben das Kanonenboot Brün zum, ja, zum Start, also zum Hauptding unserer Flotte. Ich hatte eigentlich gesagt, ich fahre nach Süden zu den Spaniern. Oh, transportiert einen neuen Gouverneur, eine Brigantine. Oh, eine Brigantine. Brigantinen mag ich. Das sind eigentlich, zumindest wenn sie dann ausgerüstet sind, finde ich, sind das wunderbare Schiffe. Die sind nämlich schön wendig. Die hat auch zumindest so eine halbwegs gute Startausrüstung. Ich glaube, der will mich rammen. Upp, machen wir das doch. Wir wählen wieder, wie üblich, das Rapier. Ups, da waren wir zu langsam. Da haben wir ihm jetzt so ein Dings hingeschmissen, einen Wassereimer. Und? Na. Da. Und ab ins Wasser. 18 Mann wollen sich uns anschließen. Nehmen wir doch gerne. Vor allem die Brigantine hat keinen Schaden genommen. Das finde ich wunderbar. Ich möchte jetzt doch aber mal eben einmal ganz kurz. Bleibt mir von Leib. Eine französische Bark. Das Flaggschiff wechseln. Ich will mal eben kurz gucken. Die Brigantine will ich zum. Ah, okay, gut. Die hat noch nicht diesen Hagelschuss sozusagen. Aber ich glaube, das ist gar nicht so schlimm. Ja, das war ja mal gar nichts. Ah, wenn sich euer Schiff nähert, streicht der Feind die Flagge ein. Funkelnder Haufen Gold und Beute wartet darauf, von euch einverleibt zu werden. 18 Mann wollen sie uns anschließen, die nehmen wir mit. Wir nehmen auch das Schiff mit, weil es hat ja nicht wirklich viel Schaden erlitten. Und lässt sich dann ja immer noch verkaufen und es geht für uns nach Nevis. Hier reden wir erstmal mit dem Gouverneur. Vielleicht, wenn man einen gegnerischen Gouverneur ein Schiff mit dem abgefangen, vielleicht gibt es ja schon eine Belohnung. Ja, wir sind jetzt Major. Schiffsüberholungen in englischen Häfen werden billiger. Und 50 Morgenland. Ja, nee, wir wollen gerade nicht nochmal tanzen. So, dann suchen wir eben die Schenke natürlich auf. Reden als erstes, ja, holen uns nochmal 10 Mann dazu. 300 Dukaten, das ist uns das wert, von San Juan. Okay, dann fahren wir vielleicht doch anders als gedacht. Das Schankmädchen wirft euch einen freundlichen Blick zu, dass wir zum Major befördert sind. Ja. Ah, wir müssen vielleicht nach St. Martin, weil die Gouverneurstochter eine Schönheit ist. Davor geht es für uns erstmal zum Händler.
Hier verkaufen wir natürlich erstmal so ein bisschen. Wir können auch momentan zumindest ein paar der Kanonen können wir verkaufen. Ich glaube, mehr als 30 brauchen wir momentan. Ach, das bringt uns gar kein Gold. Dann spart es wenigstens ein bisschen Laderaum. So, wir reparieren eben unsere Brigantine. Genau, und hier sehen wir, Kettengeschosse könnten wir zum Beispiel aufrüsten. Ich bin aber gerade überlegen, wir haben... Hey, verkaufen wir die Rache? Ja. Ja, die Schiffe sollten wir auch eben immer mal reparieren. Wenn man weit genug ist, später eines Tages mal, dann wird es, glaube ich, sogar kostenlos oder so gut wie... So, ein bisschen Gold haben wir jetzt, ja. Dann geht es hier mal eben nach St. Kitts. Eigentlich momentan aus einem ganz einfachen Grund. Schiffsbauer aussuchen. Genau, Bronzekanonen mit höherer Treffsicherheit. Das ist uns auf jeden Fall 700 Gold wert. Verlassen wir St. Kitts. Weil, wie gesagt, es kommt nicht nur darauf an, ein Schiff zu haben, was sich gut steuert, sondern das muss natürlich auch nach Möglichkeit super ausgerüstet sein. Oh, da fahren uns so ein bisschen über Land, da die uns folgen. Ist ja auch eine Möglichkeit. Was haben wir hier? Hagelgeschosse. Genau, das fehlte uns noch. Dann ist das eigentlich schon eine ganz gute Variante. Wir reden hier mal eben kurz mit dem Gouverneur. Nur mit den Spaniern. Oh ja. Für 250 Gold kriegen wir einen Kaperbrief, den nehmen wir an. San Juan ist die nächste feindliche Stadt. Und wie wir wissen... San Juan. Okay, wir ändern einfach unseren Plan. Eigentlich war ja mein Plan, nach unten Richtung Trinidad zu fahren. Aber da muss man flexibel sein. In der nächsten Episode, weil wir sind schon wieder am Episodenende angekommen, geht's dann hier nach San Juan. Und dort erwartet uns vielleicht auch der Schatz, wenn man es guckt, hier ist das Ende der Insel, also vermutlich hier hinten weiter. Aber das machen wir in der nächsten Episode. Ich bedanke mich erstmal für euer Interesse und sage bis dann.